Yo moin Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 23. Wir sind immer noch dabei. Es geht so langsam auf die Winterpause zu. Es ist der 14. Spieltag, der heute ansteht. Und der Gegner ist der VfL Bochum, der den Tabellenführer Bayern München ein 0:0 abgetrotzt hat. Und wir spielen zwar zu Hause und dann spielen wir auswärts in Köln. Ja, schauen, ne? Was passiert? So, ich gucke gerade auf die Startformation. Da sind einige Spieler dabei, die ein bisschen angeschlagen sind. Sollte trotzdem reichen für diesen Gegner. Aber fragt mal bei Union Berlin nach. Die haben gegen uns ja da ziemlich deutlich gewonnen. 4:0 am Ende. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen mehr oder weniger rotieren. Zwei Spieler einmal rausnehmen, damit die ein bisschen, damit die ein bisschen reinkommen können. Bayer wird heute von Beginn an spielen für Aubameyang und Carvalho für Schneiderup, würde ich sagen. Deswegen schauen wir mal. Gehen wir rein ins Match. So. Diese Elfmeterübung brauchen wir nicht unbedingt. Wir gehen einfach direkt ins Spiel. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Ach, gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein tolles Spiel werden. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst. Die wollen zeigen, was sie drauf haben. So, nochmal schwören unsere Jungs sich ein bisschen ein. Worum stehen wir unten drin? Aber wieder mal, die haben im letzten Spiel gegen den Bayern unentschieden gespielt. Haben uns ein bisschen wieder in den Meisterschaftskampf reingebracht. Ja, Bayreuth hängt im Meisterschaftskampf. Der Schiedsrichter also drei Punkte auf das Doppel. Aber heute erstmal ein Sieg in Bochum, gegen Bochum. Die letzten beiden Spiele waren ja sehr überzeugend. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart nicht mehr so war. Aber es war ja das 3:0 zur Pause. Außen ist Platz. Schauen wir mal, wie gesagt, haben heute. Die Chance hier. Ein Stürmer. Bumm. 1:0. Vierter. Drittes Spiel, wieder ein frühes Tor. Leipzig sechste, VfB dritte, Bochum vierte. Das war dann am Ende kein Problem mehr, den macht er sicher. Sein erstes Bundesliga-Tor. Jonas Sterner. Und damit haben wir den ersten Treffer. Vorbereitet hat er einige, aber gemacht hat er bisher noch gar nichts. Aber jetzt hat er so ein Tor. Und was für eins. Fakt ist, das ist das 1:0. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und jetzt könnte sogar schon das zweite direkt hinterher folgen. Es wird auch. Achte. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Die Bochumer wissen gar nicht, wir sind noch gar nicht in der Partie so wirklich.
Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Vorteil. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Er hat den Ball. Gute Aktion. Wird das seine Torchance? Tja, jetzt hat er den Ball dann doch verloren. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der Torschütze war Gerard Moreno. Ja, ja, da muss er natürlich nur noch den Fuß hinhalten und drin ist der Ball. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 13 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Ballgewinn, gefährliche Position. Morgalla. Und zieht nach innen. Jetzt muss man gucken, die Bochum ein bisschen reinzukommen in diese Partie, so kurz vorm nach 20 Minuten ungefähr. Und man spürt, das halt so von der Halbzeit schon. Vielleicht noch was. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Und Bayreuth sagt dann, nehmen wir mal mit. Bochum klärt's erstmal. Ich kann mir schon denken, wer schießen wird, wenn der Elfmeter für uns geben sollte. Ja, das ist ein gefährlicher Steilpass. 1-0, VfB. 1-2, Bochum. Sie verkürzen. Jetzt fehlt nur noch einer und ich glaube, da geht noch was. Philipp Förster mit der 26. Minute mit dem 1-2. Eine enge Kiste. Ja, sollte auch für ihn übrigens das erste Bundesliga-Tor. Außen ist Platz für Bochum. Da verliert sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Eckloff. Und Bochum klärt's. Die sind jetzt deutlich besser drin in der Partie. Aubameyang. Tor im Kölner Spiel. Die Infos dazu jetzt aus dem Studio. Wir haben hier Bayern München. Erste Tor für Köln. Der neue Spiel. Die Chance jetzt. Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Und die Bochum haben tatsächlich, nachdem sie so beschissen in die Partie reingekommen sind, die Riesenchance auf 2-2. Ich sag ja, die sind sowas von gefährlich. Und ratet mal, wer es wieder mal war. Morgala natürlich, der Junge. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Aber nein! Noppert! Warum auch nicht? Ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Schöne Aktion. Ja, der Schuss jetzt. Der wäre gut. Diesmal wacht der Sterner, der gut dazwischen geht. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir richtig auch im Ergebnis. Staffi Lides. Staffi Lides. Nein. Nein. Das ist kein Dribbler. Diese Info zum Studio mussten wir leider unterbrechen. Der erste FC Köln hat also das Tor gemacht. Neuer Spielstand ist 1-1. Ja, das sah sehr gefährlich aus. Also Köln gegen Bayern 1-1, wohlgemerkt. Jetzt gerade, schnell. Oder was Bayern überhaupt? Ja, ne? Guter Spielaufbau jetzt. Gut verteidigt. Stuttgart ist, beziehungsweise nicht Stuttgart, hier die... Der VfL Bochum könnte... Bochumer sind deutlich mittlerweile drin in der Partie. Haben halt den Elfmeter verschossen, selber die Chance gehabt, 2-2 gehabt. Wir gehen in die Pause. Und jetzt ist Pause. Im ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Sie sind hier vorn zur Pause und das haben sie mal wieder der Offensive zu verdanken. Denn den besten Sturm überhaupt. 2 Tore sind es auch heute schon wieder. Ja, Steiner Novor, 4. und 8. Und der VfB ist drin. So, guck mal nach. Bayern München gegen Köln 1-1, jawohl. Wenn die Bayern wieder unten spielen, sind wir nämlich bis auf einen Punkt wieder an den Münchnern dran. Anstoß und damit läuft und es war mal mehr. Wir waren mal weg. Aber momentan ist es noch die zweite Halbzeit zu spielen. Es ist ein Zwischenstand. Nochmal. Hier, es steht ja 1-2 zu uns. Gegen Bochum. Mal schauen. Jetzt Staffi Lides. Staffi Lides. Einmal vorbei. Das könnte durchaus kann auch passieren. Durchkommt. Oh, Mami. Ja.
Da zieht er ab. Und gute Chance. Jetzt kommt hier der Wechsel. Jetzt ein Tor nach der Ecke und dann ist die Führung schon deutlich komfortabler. Hansen sagt dann, das ist aber meiner, den hole ich mir. Cataldi. Das Pressing ist da. Ja, schöne Aktion. Und das Pressing hilft. Man ist wieder dran. Wichtige Aktion. Wieder ein Pressing, wieder Pressing. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Ja. Moment, ich muss gerade was gucken. Jetzt. Ich hoffe, beim Wiegenwolle gerade. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der Torschütze war Sadio Mané. Das haben sie einstudiert. Erst dieser feine Pass auf den startenden Spieler und schon zappelt der Ball im Netz. Ah! Der neue Spielstand lautet damit also. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöde. Irgendwo hängt da gerade irgendwas hinterher. So 2:1. Jetzt ist wieder alles normal. Könnte der Ausgleich sein. Gute Aktion bei Rap Hagen. Jetzt ist wieder alles normal. Irgendwo war ein Kabel. Ich hatte sich ein Kabel verdreht bei mir. Ich hatte nämlich auf einmal nur noch einen Ton auf dem rechten, auf einem Ohr. Da ist Platz für den Konter. Jetzt erstmal eine gute Chance. Ball geht an den langen Pfosten. Da hat alles gestimmt. Eckloff muss es machen. Ach, das war nix. Aber der Konter, der war gut. Ja, es wäre jetzt gut, wenn wir jetzt das dritte machen würden, so langsam. Weil plötzlich steht es halt nur noch 2:1. Cataldi. Und es ist ein gefährliches Ergebnis, ganz gefährliches Ergebnis. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Bayern München. Bayern 3:1 jetzt in Folge gegen Köln. Und damit war es das mit der Idee, auf einen Punkt an die Bayern ran zu hüpfen wieder mal. Er zeigt auf den Punkt. Er gibt Elfmeter. Ernsthaft jetzt. Er will jetzt unbedingt, dass wir das Ding verlieren. Lasse Meier, jetzt muss ich wechseln, jetzt muss ich den Wechsel ziehen. Also hat jetzt nichts mit Meier persönlich zu tun, er hat heute einfach keinen Faktor. Ich muss halt jetzt. Weil was anderes bringt jetzt nichts. So, auch Cavallo heute gar kein Faktor gewesen. Aber es ist halt, manchmal muss das so sein. So, ich muss jetzt gucken, dass ich hier ein bisschen jetzt in den Griff kriege, die Truppe. Sie nehmen den Wechsel vor. Chance auf den Ausgleich. Scheiße, zwei haut dann in die Mitte. 2:2. Weiß die Szene nochmal? Er macht das geschickt. Sag mal, warum wir so die Anfangsphase verwenden? Wir waren früh mit 2:0 Führung, dann eigentlich alles sowas von im Griff. Schuss und da kommt dieser freche Lupfer. Wahnsinn. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so sicher ein. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. So, ein Spiel, das du eigentlich im Griff hast. Minuten jetzt. Hattest. Mit den beiden Siegen. Stuttgart, Leipzig. Zweimal Stuttgart. Spiel mussten wir leider abbrechen. Das bitten wir zu entschuldigen. Bayern München hat also. Für was pfeifst du dir da noch den Freistoß? 3:2. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Bade ist oben, klares Abseits. Sie wechseln aus. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das nächste Tor für Bayern München. Torschütze war Marcel Sabitzer. Ja, ein echtes Dribbeltor war das. Da war am Ball. Also 4:1 für Bayern. Stoppen. Der neue Spielstand. Aber das ist mir gerade jetzt. 4:2. Gespielt sind 80 Minuten. Vielen Dank. Nur noch der Torwart vor sich. Endstation, Torhüter. Das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten. Aber sie sind frei durch. Da müssen sie mehr draus machen. Ecke kommt rein. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da. Gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Schön durchgesetzt. Da zieht er ab. Der Keeper hält. Du musst jetzt gerade höllisch aufpassen, dass du das Ding nicht verlierst. Ja, das
sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für weitere Chancen. Guter Steilpass hier, macht er gut. Geh weg da. Vielleicht die Führung jetzt. Geht Mann! Wieso kriegt Tommy doch nicht in die Position? Die letzte reguläre Spielminute läuft. Noch steht hier dieses Remis auf der Anzeigetafel, aber sie greifen. Und dann ist es für Bochum eine Riesenchance. Und dann war es das. 2:2. Wir lassen hier zwei Punkte liegen. Sie haben sich wieder mal auf ihren tollen Sturm, auf ihren rekordverdächtigen Sturm verlassen. Zwei Tore haben sie gemacht, aber hinten viel zu viel zugelassen. Da hat die Konsequenz gefehlt. Und die zwei Punkte tun weh. Die tun richtig weh, dieser Verlust. Also das Ding, du führst mit der 8 Minuten noch 2-0, das ist das Ding sowas von im Griff und kriegst dann zwei Dinger rein da hinten. Und fertig ist das Ding. Ich will gerade keine Interviews. Da bin ich gerade ein bisschen angepisst, weil das Ding ist unnötig gewesen. Bei Bayern, ja gut, das war's für uns auf jeden Fall. Erstmal zumindest jetzt mit ganz oben. Wir gucken kurz auf die Tabelle, weil ich denke, wir werden auf Platz 4 oder 5, ja. Mindestens Platz 4, war klar. Damit ist RB, das, was wir uns eigentlich im direkten Duell so erarbeitet haben, ist quasi dann jetzt schon wieder passé. RB führt wieder 2 Punkte vor uns. Fuck. Boah, das tut weh, ey. 2-2 gegen Bochum. Ich sag ja, die haben das Spiel gegen die Bayern unentschieden gespielt und spielen gegen uns ebenfalls unentschieden. Naja, so ist das. Passiert halt manchmal. Nächster Gegner ist dann am morgigen Duell der 1. FC Köln. Das ist dann später Nummer 15. Wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, ist es auch. Fakt ist, dass wenn Dortmund heute gewinnt, auf 34 Punkte kommt. Und dann wären sie zumindest wieder, was die Bayern betrifft, doch oben wieder dran. Je nachdem, hoch so gewinnen sogar Tabellenführer. Also wir sind erstmal raus, was wieder Platz 1, 2 betrifft. Wir waren schön wieder dabei. Haben jetzt natürlich das Spiel wieder unentschieden gespielt mal. Unnötigerweise. Eigentlich alles im Griff gehabt. Du führst 2-0. Und dann kriegst du also ein unnötiges Gegentor. 1-2. Und dann verlierst du es. Und dann kriegst du, dann kommst du komplett ins Schwimmen. Ist halt so. Wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr mit dem Duell in Köln.